The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Universal Championship. Es ist Zeit für den Main Event hier in Cardiff für Clash of the Castle. Mit dem Undisputed WWE Universal Title Match zwischen Drew McIntyre und Roman Reigns. Ja, McIntyre jetzt die Chance ergattert, indem er Sheamus besiegt hat. Vor einem Monat, vor dem SummerSlam. Das zweite Aufeinandertreffen der beiden Topstars hier. Vor ein paar Jahren war es bei Survivor Series. Da war McIntyre der Topstar von Raw als WWE Champion und Reigns Topstar von SmackDown als Universal Champion. Und jetzt geht's um beide Titel. Reigns hat die beiden Titel. Kann McIntyre sich gegen The Bloodline hier durchsetzen? Die krasseste Fraktion, die es gerade gibt in der WWE-Geschichte. Hey, Junge, Universal Champion ist Reigns schon 2 Jahre. Leute, in jeder Simulation hat Reigns als Universal Champion gehabt. Das ist crazy. Das gab's noch nie auf dem Kanal hier. Egal ob er verloren hat hier im Spiel oder nicht, er war immer als Universal Champion in der Simulation. Das ist heftig. Reigns ist einfach der krasseste momentan in der WWE. Und diese Regentschaft geht sowieso in die WWE-Geschichte ein. Sie ist jetzt schon, ey. Aber sie geht ja noch weiter, die Regentschaft. Also, wie krass wird sie? Und hier haben wir sie. Der Universal Champion. Mit der Usos dabei und Paul Heyman. Die Bloodline ist hier. Holy shit. Wade ist einfach zu krass. Er hat so viele weggesteckt. Legenden, Topstars. McIntyre hat er auch weggesteckt. Bei Survivor Series. Durch die Hilfe von den Usos. Wade ist einfach der krasseste Charakter. In der WWE-Geschichte momentan. Das, was sie mit dem Charakter gemacht haben und wie sie den Stück zu Stück aufgebaut haben, ne, ist crazy. Ich glaube, man muss Reigns nicht mögen, aber man muss ihn respektieren, ne, und natürlich anerkennen. Um das geht's. Und was zur Title. Dieser Titel trägt Reigns 2 Jahre. Fast eine Regentschaft. Ich habe noch nie so eine lange Regentschaft miterlebt. Introducing the champion from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, he is the WWE Universal Champion, Roman Reigns! Oh, Reigns hat seine Bloodline mit dabei, also McIntyre muss überall Augen haben wieder. Ja, muss sich nicht nur um Reigns kümmern, sondern draußen ist auch noch, glaube ich, eine Beschäftigung. Für McIntyre. Für eine schwere Aufgabe. Und die Bloodline ist komplett am Start. Sami Zayn jetzt nicht. Aber Reigns will Rache. Also McIntyre will Rache. Was die Bloodline ihm angetan hat. Runter. Beide konnten sich aus, beide tasten sich anfangs mal kurz an hier. McIntyre kann die erste Aktion durchbringen. Und geht direkt aufs Top Rope. Oh, Leg Drop hier. McIntyre ist fertig, ey. Wayne liegt wieder gut, ey. McIntyre. Oh, springt daneben, ey.
Reigns konnte ein bisschen zur Seite gehen. Ging nicht gut aus für McIntyre, aber das hier der Over Bell Valley. Nach draußen hier. Das Championship. Vorteil für Reigns. McIntyre muss im Ring pinnen oder zur Aufgabe den Reigns zwingen, damit er Champion wird. Oder überhaupt Champion werden kann. Reigns kann den Titel überall verteidigen. Sei es The Q, sei es Countout. Der Druck liegt auf McIntyres Schulter. Er war Job for Reigns. Just carrying the opposition anywhere they want. Snake Eyes. Guck dir mal das an, die Bloodline draußen, ey. Lauer dir. Ja, im Moment hat der Tribal Chief alles unter Kontrolle. Und da habe ich ausgesprochen, da kommt wieder der Konter. Backbreaker. Oh, die Schläge. Der Kopf hier. Und jetzt macht weiter. Jetzt auf die Hand da, oder? Ja? Und dann weiter wird drauf gekloppt. Oh mein Gott, Tire hier. Konnte hier, nein, kann ich. Wade wieder in Kontrolle. Ich bin auf die Hand. Kann Becken teilen, natürlich kein Fischerschock die T-Zeige, ne? Kick. Und McIntyre ist aber McIntyre, kommt zurück jetzt. McIntyre schleudert Wade durch den Gegner. Ja, Kraft gegen Kraft. Aber lädt es jetzt McIntyre auch, ey. Hat er schon öfters gezeigt, ey. Ja, es geht ein bisschen hart zur Sache, ja. Was ich mir aber auch vorstellen, ich habe ja schon bei McIntyre gesehen, ey. Die zwei letzten Wochen jetzt. Oh, Gutwedge. Cover. We have gepennt, wissen wir. Two count. Oh, Kick von Reigns jetzt. Oh, Duck. Aber er tritt nicht durch. Kann McIntyre nicht ausweichen. Kommt das auch hier. Hämmert jetzt hier auf Wade. Wade dreht um. Was Bein. Jetzt geht Wade da oben. Was hat er jetzt hier vor? Weil er gesehen, was mit McIntyre passiert ist. Oh, er trifft aber. Kommt hier angesprungen. High Flying Wayne sehen, bei Athletische. Was macht Wade jetzt hier? Boah, da hast du doch hier ein Jackhammer. Ja, gegen Goldberg hat er auch schon gekämpft, vor allem mit Chamber. Er hat auch besiegt, aber Wade ist noch nicht fertig hier. Boah, super Punch noch hinterher. Nach dem Jackhammer. McIntyre kommt raus. This is where desperation becomes a factor. Time to pull out all the stops. Defiant counter to Reigns. Und da war von McIntyre jetzt hier. Storm auf der Arm. Und da ist McIntyre. Und der zeigt jetzt den Future Shock hier. Cover, um den Titel zu gewinnen.
Alter. McIntyre hält hier fast den Titel gewonnen. Wollte mit dem Powerbomb gehen, hier Konter. 1. Kickout. Kickout Spear, nein! DDT. DDT. Und jetzt guckt der Bloodline dumm aus der Wäsche. Der Claymore. Der Claymore Country hier. 1. 2. Oh. Aber das war's noch nicht. Kickout. Jetzt auch wieder Konter. Schläge jetzt hier gegen McIntyre. Der Claymore fast. Das ist der Titelsieg gewesen für McIntyre. Oh, Chopblock. Von Wade. Guck dir Wade, was er hier mit McIntyre anstellt. Und Suplex. McIntyre muss mal klarkommen. Ah, Neckbreaker. Es hat Wade jetzt hier vor. Oh, Alter, der vor, ey. Dann ja Platz mit dir. Oh, schmeiß ihn raus. Oh, die Schläge. Und zum Kommentatorenpult hier. McIntyre kriegt ihr doch Schläge hinterher. Uppercut. Da. Ah, jetzt macht's weiter. Ja, Championship-Vorteil. McIntyre muss Wade im Ring besiegen. Nicht umgekehrt. Aber Wade will das sowieso hier im Ring beenden. Oh, Neckbreaker. Jetzt kommt McIntyre nochmal. Neckbreaker hier. Da beide schenken sich gar nichts, ey. Oh, McIntyre. Hat er vielleicht aus seinen Fehlern gelernt hier? Was vorhin schief ging, kann auch nochmal schief gehen. Und es geht schief. Chop. McIntyre den Anlauf hier. Pass auf mal, der Bloodline steht draußen. Auf der Bloodline. Belly to Belly hier. McIntyre auch kriegt euren Dreck hier raus. Euren Tribal Chief Dreck. So hat er einfach rausgeschmissen. Da. Das macht mich natürlich sauer. Dark Gutwitch. Powerbomb hier. Oh, Powerbomb hier auch nochmal. McIntyre geht wieder aufs Top Rope. Nicht nochmal, McIntyre. Nicht nochmal. Er will es unbedingt, aber er lernt sich aufs Fehler. Ne. Kann er jetzt treffen? Er trifft. Alle guten Dinge sind drei. So sagen sie immer. Das war's. 1, 2. Oh.
Dann braucht halt noch einen Claver. Oh, Claver! Kick. 1, 2. Oh, Dwayne kommt raus. Holy shit. Claymore reicht hier wieder nicht. Also freit sich raus. Backboot. Okay, von McIntyre. Wo geht McIntyre wieder hin? Wo geht McIntyre wieder hin? Ah, er trifft wieder. Schläge. Epica. Und noch ein Epica. Ich sag aber das Bein hier gehakt, kein Rope Break. Oh, wieder. Rope Break. Hector versucht hier alles. Kick auf 1. Oh, Kick. Boot. Wird doch nichts drauf. Ah, Powerbomb. Da guckt dieses Blut vom Gesicht vom McIntyre. Future Shock. Nein. Ein Future Shock. Oh, Cover hier. Ja, versuch einfach mal. Oh, aber Kegel. Spear, nein. Gekontert. Und jetzt nochmal Claymore. Oh, Claymore. 1, 2, 3. Holy crap, ey. Wollt wieder fürs Bier gehen. McIntyre kann kontern. Und Claymore. McIntyre gewinnt den Universal Title. Holy shit, ey. Was eine Endphase hier. Er konnte wichtig ins Bier kontern. McIntyre ist Universal Champion. Die Regentschaft von uns ist vorbei. Was ein Fight hier. Alter! McIntyre hatte ein Ziel, den Spear auszuweichen die ganze Zeit. Hat's auch getan hier. Hätte böse enden können, ne? Für McIntyre. Aber McIntyre ist Universal Champion hier. Wäre theoretisch Undisputed Universal WWE Champion jetzt. Ja! So kann man Pay-Per-View beenden, ne? Und die Colts wird auf jeden Fall feiern, ne? Denn in Wales, erste Europa Pay-Per-View, ja. Also, wieso nicht, ey? McIntyre, Champion. Wenn man was Neues, ey. Ich tippe jetzt mal nichts, ey. Ihr kann für mich beides passieren, beides möglich. Ihr könnt mir aber gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Und natürlich Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpassen könnt von dem,
Kanal hier von Sammy 31 natürlich, weil das war's hier von Clash of Champions jetzt. Aber wir werden uns wieder beim nächsten Pay-Per-View Simulation Dings sehen. Wenn ich wieder einen Stream mache oder ein Video parallel aufnehme, müssen wir mal schauen, nee, wie ich das organisiere. Aber wie gesagt, Simulationen werden weiter folgen. Nee. Es werden zukünftig Sachen hier erscheinen und kommen. Also freut euch auf jeden Fall drauf. Und nicht nur was mit Wrestling, sondern auch über einen anderen Sport, da wird auch noch was kommen im November. Also könnt ihr euch selber darauf freuen hier. Könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpassen könnt von dem Kanal hier. Und Glocke aktivieren, dann werdet ihr mal eine Benachrichtigung kriegen, wenn ein Video kommt oder ein Livestream kommt. Das war's von mir, das war's von Sammy. Schönen Pay-Per-View. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein und tschüssi. Kowski.